Ich hatte die Chance in der letzten Zeit, die Sonos Beam 2 auszuprobieren und wow, ich habe ein paar Gedanken dazu. Heute schwadroniere ich über die zweite Generation dieser Soundbar, das überarbeitete Design, was neu ist, wie sie klingt, vor allem im Vergleich zu ihrem großen Bruder, was ein schnellerer Prozessor in einem Lautsprecher bedeutet und wir reden über die neue 3D-Audio- und Dolby-Atmos-Welle, die auch von diesen kleinen Stöpseln hier befeuert wird. Wellen werden überhaupt nicht befeuert, ne? Naja, viel Spaß. Fangen wir wie so oft mit dem Äußerlichen an. Die neue Sonos Beam sieht erstmal aus wie ihr Vorgänger, jedenfalls auf einen flüchtigen Blick, auch wenn Sonos von einem neuen Design spricht. Der vormalige Stoffbezug ist jetzt ein Polycarbonatgitter. Inspiriert von der deutlich längeren Sonos Arc, die letztes Jahr erschienen ist. Und was soll ich sagen, mit zwei kleinen Kindern begrüße ich das. Denn das Ganze ist leichter zu reinigen und auch Staub soll jetzt laut Sonos unproblematischer sein. Wenn Sie das sagen, das kann ich natürlich jetzt nicht irgendwie in kurzer Zeit mal eben ausprobieren. Die Maße sind die gleichen geblieben, ungefähr 65 cm breit, knapp 7 cm hoch und 10 cm tief und auch die Steuerung bleibt gleich. Mit den Touch-Controls für Mikrofon, Stummschaltung, lauter, leiser, vor, zurück, Play, Pause, dies, das, die habe ich exakt kein einziges Mal ausprobiert, weil sie genau in der Reichweite meines Sohnes liegen und wir die Freude schon mit seiner großen Schwester hatten, mit überraschenden Wiedergaben, die das Kind traumatisieren oder mal ganz unverbindlich voll aufgedrehtem Sound, wenn wir das nächste Mal Musik hören oder Fernsehen wollen. Zum Glück lassen die sich in der App ganz problemlos deaktivieren. Und auf der Rückseite sehen wir ebenfalls ein vertrautes Bild mit einer einzigen Änderung. Also wir haben weiterhin Strom, wir haben den Verbindungstaster, einen Netzwerkanschluss, falls du die nicht per WLAN einbinden möchtest und einen HDMI-Port. Der ist jetzt allerdings nicht nur ein HDMI-ARC-Port, sondern E-ARC. Das bedeutet nicht, dass er elektrisch ist, also das bedeutet es auch, aber das war der Vorgänger auch, sondern dass er enhanced ist für mehr Datendurchsatz, für mehr 3D und Atmos Support und so weiter. Eine kurze vereinfachte Faustregel, wenn dein Fernseher Dolby Atmos kann und einen E-ARC Port hat, dann bekommst du mit einem entsprechenden Kabel hier Atmos raus, vorausgesetzt du guckst dir Dolby Atmos Inhalte an. Mit einem normalen ARC-Port an deinem Fernseher ist es theoretisch möglich, dass du Atmos darauf ausgibst. Das kann aber dann bedeuten, dass es in der Datenrate begrenzt ist und du musst schauen, ob dein Fernseher Atmos liefern kann. Aber das ist natürlich Voraussetzung, dass dein Fernseher das überhaupt kann. Wenn du den beiliegenden Adapter für den optischen Eingang benutzt, bekommst du definitiv kein Dolby Atmos und 3D-Geraffel daraus. Das wollte ich an dieser Stelle nur schon mal abgefrühstückt haben, weil ich die Fragen schon wieder in den Kommentaren kommen sie. Und nein, es gibt keine andere Option, Fernsehton hier reinzubekommen als HDMI ARC oder eben den Umweg mit dem Adapter, der aus dem optischen Signal HDMI macht. Was aber neu ist, die Beam hat jetzt NFC und das Setup geht damit noch schneller und einfacher. Einfach dein Handy einmal hier oben dran tippen und den Rest darauf einrichten. Die Lautsprecher sind allerdings gleich geblieben. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn er vorher kein Dolby Atmos konnte, okay, vielleicht fragst du dich auch erstmal, was Dolby Atmos überhaupt ist. Der Unterschied von Dolby Atmos zu normalen 5.1 Surround Sound ist, dass Atmos nicht vorgibt, was wie laut aus welchem Surround-Kanal kommen soll, also der Lautsprecher soll jetzt so laut das wiedergeben, sondern wo ein Objekt ist und welches Geräusch es macht. Das bedeutet, je nachdem, was du für ein Setup hast, kann das eben unterschiedlich gut abbilden. Aber die Grundidee ist, dass du in einer akustischen Halbkugel sitzt und der Ton darin von überall kommen kann. Und klassisch bei Dolby Atmos bedeutet das eben, dass überall um dich rum Lautsprecher sind, auch über dir. Gut, und jetzt fragst du dich vielleicht, Andreas, wenn ich diese kurze Soundbar da vor mir liegen habe und die gleichen Lautsprecher hat wie der Vorgänger, der nur zur Seite und nach vorne feuern kann, wie um alles in der Welt soll der Ton von oben kommen? Ihr großer Bruder, die Sonos Arc, hat ja immerhin Lautsprecher, die nach oben feuern und dann von der Decke reflektieren und auf dich herabrieseln können. Aber mit der Antwort auf diese Frage sind wir bei dem 40% schnelleren Prozessor. Der kann jetzt irgendwelche neuen verrückten Dinge berechnen. Der kann sozusagen mehr Soundströme oder Audiowege von dieser Soundbar zu deinem Ohr gleichzeitig handhaben und dann gucken, über welchen der ganz vielen kleinen Lautsprecher in diesem Klotz mit welcher Verzögerung welcher Ton ausgegeben werden muss, damit sie dann bei deinem Ohr ankommen, wann sie da gebraucht werden. Sonos spricht von 5 Speaker Arrays, die die neue Beam softwaretechnisch formen kann, während sein Vorgänger nur 3 formen konnte. Damit lässt sich dann ein überzeugenderer dreidimensionaler Raum
erzeugen. Und Computerspieler wissen schon lange, dass ein guter Stereo-Kopfhörer reicht, um Gegner im dreidimensionalen Raum zu ordnen. Kopfhörer haben aber auch den Vorteil, dass sie recht gut wissen, wo das Ohr des Zuhörers ist. Gleiches gilt auch für diese kleinen Stöpsel hier. Apple befeuert ja auch gerade die 3D-Audio-Geschichte mit Dolby Atmos Music und räumlicher Wahrnehmung. Das ist bei der Soundbar natürlich etwas schwieriger mit der Positionierung. Aber generell auch jedes klassische Surround-Setup hat einen idealen Punkt, an dem der Raumklang am überzeugendsten ist. Und bei der Kalibrierung der Beam mit deinem Handy gibst du quasi vor, wo dieser ideale Punkt sein soll. Die TruePlay-Kalibrierung von Sonos, wo du mit deinem Handy wedelnd durch den Raum gehst, damit die Soundwellen ausstrahlen und über das Mikrofon deines Handys wissen kann, wann und wo was wo ankommt, ist absolut essentiell für die Soundbars, weil sie eben sehr viel tricksen müssen, um den Raum zu verstehen und ihn ausnutzen zu können. Allerdings geht TruePlay weiterhin nur mit iOS-Geräten. Also, liebe Android-User, haltet euch eure iPhone-Freunde warm, damit die dann mal vorbeikommen und eure Soundbar kalibrieren. Und wie jedes Jahr dauert es auch etwas, bis die neuesten Apple-Geräte von Sonos unterstützt werden. Bei mir ging es mit dem iPhone 13 zum Beispiel noch nicht. Aber das wird in Zukunft sicherlich bei den unterstützten Handys auftauchen. Es ist nur, wie gesagt, eine Sache. Bei den Soundbars halte ich die Kalibrierung auf den Raum für sehr, sehr wichtig und es geht weiterhin nur mit iPhones und aktuell noch nicht mit dem allerneuesten. So, wo fangen wir mit dem 3D-Sound an? Ich würde sagen, nicht bei der Musik. Denn auch wenn Apple gerade mit 3D-Audio in Dolby Atmos den Stein im Mainstream ins Rollen gebracht hat, scheint das alle anderen so ein bisschen mit runtergelassener Hose erwischt zu haben. Für die Beam ist Unterstützung für Amazon Music HD angekündigt. Wird aber eben nachgereicht. Apple Music 3D-Audio geht zumindest jetzt erstmal noch nicht. Ist es nicht schön, in einer Zukunft zu leben, wo wir plötzlich auf die Kompatibilität der Musikfeatures mit unseren Wiedergabegeräten achten müssen? Aber es gibt auch gute Nachrichten oder gute Ankündigungen. DTS soll noch dieses Jahr kommen. Nicht nur auf die Beam, sondern auch auf die Arc. Und wenn du deswegen jetzt die Beam kaufen willst, würde ich dir nach wie vor raten, abzuwarten, bis es wirklich da ist. Wenn du aber schon ein Bestandskunde mit der Sonos Arc bist, dann gibt es etwas, worauf du dich jetzt freuen kannst. Und dann bewirbt Sonos die neue Beam damit, dass der Center-Kanal der Beam angeblich klarer geworden ist. Das ist bei Filmen eben das, wo der Dialog überwiegend rauskommt und damit nicht ganz unwichtig, um Filme genießen zu können. Und was soll ich sagen? Das hat funktioniert. Die Sprache ist deutlich klarer geworden, auch bei nicht 3D- oder Atmos-Content. Ich habe meine alte Beam leider nicht mehr zur Hand, weil ich ja nach dem direkten Vergleich damals auf die Arc aufgerüstet habe. Also vergleiche ich sie heute mit der Sonos Arc und mit meiner Erinnerung von der Sonos Beam. Das habt ihr davon, dass ihr euch hier informiert und nicht bei jemandem mit Ahnung. Die Sonos Beam in der zweiten Generation klingt breit. Deutlich breiter als sie ist und trotzdem detailliert. Gleichzeitig ist sie überhaupt nicht breit und sieht vor unserem 65 Zoll Fernseher eher ein bisschen verloren aus. Basstechnisch würde ich sagen, hat sich da nicht viel verändert. Es sind am Ende des Tages auch einfach die gleichen wackelnden Membranen hier drin. Unser 32 Quadratmeter Wohnzimmer ist irgendwo auf der Kippe dessen, was die Beam alleine schaffen kann. Wenn du aber basslastige Musik gerne hörst oder wenn du gerne ein Grummeln im Bauch hast, wenn Michael Bay gerade über deinen Bildschirm eskaliert, dann solltest du den Subwoofer dazu nehmen oder zur Sonos Arc upgraden. Aber insgesamt war ich schon sehr überrascht, was die Füchse bei Sonos aus der gleichen Lautsprecheransammlung rausgekitzelt haben. Das ist alles deutlich, deutlich näher an der Sonos Arc als die alte Beam. Und versteht mich nicht falsch, die Arc ist schon noch eine Länge voraus. Sie hat eben auch Lautsprecher, die nach oben feuern und das ganze Gesamtpaket ist schon nochmal ein ganz schöner Unterschied. Gerade in Szenen mit Hall und Sprache ist die Arc dann nochmal ein bisschen besser und klarer und bekommt den 3D-Kram noch ein bisschen besser virtualisiert. Dazu kommt, dass unser Sofa ungefähr 5 Meter vom Fernseher weg ist. Und wenn du mit TruePlay den Audio-Mittelpunkt dahin legst, dann bekommt die Beam, wenn sie alleine ist, so ein bisschen Probleme. Wenn du dagegen irgendwie einen Sessel so ein bisschen auf etwas mehr als halbe Strecke stellst und die darauf kalibrierst, dann merkst du durchaus zwischendurch, wie Klang von oben kommt. Das ist schon ziemlich beeindruckend für eine Soundbar, die das nach meinem Physikverständnis gar nicht können sollte. Und tatsächlich ist die Klarheit des Center-Kanals wirklich gut und ich würde sagen, auf jeden Fall verbessert. Es gibt ja bei den Sonos Soundbars die Möglichkeit, die Sprache nochmal softwaremäßig zu verstärken. Und das hatte ich damals bei unserer ersten Beam immer an.
Und bei der hier fand ich jetzt nicht nur, dass das nichts brachte, sondern ich würde sogar sagen, im direkten Vergleich klang es ein bisschen künstlicher. Obendrauf gibt es ja auch noch den Night Mode, damit werden dann leise und laute Teile angenähert. Wenn du nämlich sonst, wenn du eigentlich leise sein willst, die Sprache so laut machst, dass du sie verstehen kannst, dann steht nach der ersten Explosion im Film gleich die Polizei vor der Haustür. Und um das zu verhindern, gibt es eben den Night Mode. Sonos sagt auch, dass jetzt insgesamt mehr Audioformate unterstützt werden. Dolby dies, Dolby das. Ich weiß nicht, wer Lust hat, das alles zu testen und zu vergleichen. Ich weiß nur, wer keine hat. Der hier. Stattdessen habe ich mich mit der Frage rumgeplagt, wer welche Soundbar kaufen sollte. Ist es ein Update von der Sonos Beam 1 wert? Und auf die Frage entgegne ich mit einer Gegenfrage. Kann dein Fernseher Dolby Atmos und wie viel Dolby Atmos Inhalte schaust du? Denn ohne den Schritt zu Dolby Atmos würde ich auf jeden Fall die Beam 1 weiter benutzen, sonst ist der Schritt einfach zu klein. Aber wenn dir Atmos Raumklang so wichtig ist, dass du darüber nachdenkst, die Soundbar aufzurüsten, dann hast du wahrscheinlich schon auf die Arc gewechselt. Naja, im direkten Vergleich würde ich die einfach vorziehen. Schwieriger ist aber die Frage, wenn du jetzt einsteigst, solltest du dir die Beam 2 oder die Arc kaufen? Die Arc sieht auf jeden Fall besser unter oder vor großen Fernsehern aus, wenn das ein Faktor ist. Ansonsten hängt es aber auch viel vom Raum ab. Rein akustisch würde ich aber lieber eine Beam mit zwei Satellitenlautsprechern benutzen als eine nackte Arc. Oder eine Beam mit Subwoofer, wenn das eher dein Ding ist. Denn die Sache ist die, wenn du zwei Satellitenlautsprecher für hinten koppelst, dann werden akustische Kapazitäten bei der Beam frei. Eben diese Audiowege. Die muss dann nicht mehr der Prozessor der Beam alleine berechnen, sondern die anderen Geräte können helfen. Und die frei gewordenen Kapazitäten können für die verbliebenen Inhalte genutzt werden, die die Beam abgeben muss und die besser an dein Ohr transportieren. Und das gleiche gilt, wenn du einen Sonos Subwoofer nutzt, dann greift der sich die ganzen tiefen Frequenzen und die Beam oder die Arc oder die anderen Sonos Lautsprecher können dann den restlichen Ton klarer machen. Das sind eben die Vorzüge eines voll integrierten Systems, wo jeder einzelne Lautsprecher auch ein kleiner Computer ist. Oder von Magie im Zweifelsfall. Ich würde daher eher die Beam und zwei Lautsprecher für hinten benutzen, wenn das Budget nicht für die Arc und Surround-Lautsprecher reicht. Denn im Raum verteilte Lautsprecher werden es immer besser hinbekommen, Raumklang abzubilden, als ein Lautsprecher, der versucht so zu tun, als wäre er im Raum verteilt. Und deswegen wünschte ich ein bisschen, man könnte die Beam auch als reinen Center benutzen und auch vorne noch zwei Sonos One oder zwei was auch immer koppeln, um den linken und rechten Kanal auch noch hier rauszunehmen. Wenn das Budget und der Platz es hergeben, würde ich aber deswegen trotzdem auch die Arc nutzen. Es wird dann eben nur arg teuer. Insgesamt hat die Beam aber auf jeden Fall massiv aufgeschlossen und wenn du Satelliten und Subs koppelst, dann wird der Vorsprung der Arc nochmal ein bisschen weniger. Es kann also durchaus auch eine Überlegung wert sein, ob es dir nicht lieber ist, das Geld auf deinem Konto zu behalten und zur Beam zu greifen. Für Musikliebhaber sind über die App die meisten relevanten Streamingdienste integriert. Spotify, Tidal, Amazon Music, was auch immer. Das kannst du alles direkt mit der Sonos App wiedergeben, hat den Vorteil, dass die Beam sich den Kram dann auch selbst aus dem Netz holt. Dein Handy ist dann raus aus der Nummer. Du kannst es als Fernbedienung nutzen, aber du kannst es auch im Klo versenken. Ich benutze in der Regel bei Musik Spotify Connect oder AirPlay und spare mir die Sonos-App im Alltag. Wie die meisten Sonos-Geräte unterstützt die neue Beam auch Alexa und Google Assistant. Du kannst das Mikrofon aber auch deaktivieren hier oben über die Touch-Taste und es gibt eine Status-LED, die anzeigt, ob das Mikrofon aktiv ist. Die ist fest verlötet, wenn sie aus ist, wirst du also nicht abgehört. Du kannst das Ganze aber auch einfach nicht einrichten in der App oder deaktivieren. Kann ich nicht so dicht an die Lampe halten, ne? Dann belichtet das alles über. Die neue Sonos Beam hat mich echt überrascht. Dafür, dass es nur ein Prozessor-Upgrade für die alte Lautsprechersammlung ist, ist das schon ein deutliches Update. Sie klingt einfach klarer und mit dem neuen Atmos und 3D-Sound-Kram macht das schon einfach mehr Spaß als beim Vorgänger. Das neue Design ist praktischer und abwischbarer und zu meiner Überraschung gefällt es mir optisch auch ein bisschen besser als der klassisch bespannte Lautsprecher im Vorgänger. Ich muss auch sagen, dass ich das Design grundsätzlich lieber mag als das von der Sonos Arc, aber das ist sicher Geschmackssache. Leider sieht es in dieser Länge unter unserem Fernseher auch ein bisschen verloren aus. Durch die neuen Innereien wird aber nicht nur der Klang besser, sondern ich würde auch annehmen, dass die Sonos Beam 2 dadurch einfach ein längeres Leben hat und länger Software-Updates bekommen können wird. Und ein Kritikpunkt wird bei vielen sicherlich weiterhin sein, dass die Beam nur einen einzigen Eingang hat und nicht die Option, noch irgendwie
per Bluetooth oder WLAN oder weiß ich nicht was, einen Fernseher koppeln zu können. Ich für meinen Teil hatte noch nie das Bedürfnis, meine stationären Lautsprecher per Bluetooth anzusprechen, aber bitte. Für Musik und so funktioniert natürlich dann das Streaming übers WLAN. Und noch etwas Erwartungsmanagement. Bekommst du mit der Sonos Beam den besten Klang der Welt? Nein. Bekommst du die beste Soundbar? Auch ganz sicher nicht. Und Soundbars sind, wie gesagt, immer ein Kompromiss. Was man aber auch sagen muss, ist, dass sie in einem beachtlichen Tempo besser werden. Das ist so ein bisschen wie bei Smartphone-Kameras. Die starten mit einem physikalischen Nachteil und versuchen das alles irgendwie mit neuestem Hokuspokus zu kompensieren, sind dafür aber bequemer und kompakter in der Nutzung. Und ich kann hier sagen, du bekommst tollen Klang in einem sehr kompakten Gehäuse. Die neue Beam schafft es auf jeden Fall, eine gute Ausgangslage des Vorgängers nochmal zu verbessern und einiges mehr rauszuholen. Allerdings ist die Beam auch etwas teurer geworden. 500 Euro kostet die zweite Generation jetzt laut Liste. Und für das zusätzliche Geld bietet die 2021er Beam jetzt eben deutlich mehr als der Vorgänger und mit DTS und 3D-Musik kommt ja angeblich noch mehr auf dich zu. Und ich kann dir nicht pauschal sagen, ob du jetzt die Beam kaufen solltest, ob du die Arc kaufen solltest, ob du was ganz anderes kaufen solltest oder ob du gar nichts kaufen solltest. Ich kann dir aber sagen, wenn du vorhattest, dir die Beam zu kaufen, die neue Beam ist deutlich besser. Und ich hoffe, du konntest irgendwie heraushören, ob das der richtige Lautsprecher für dich ist. Wenn du noch Fragen zur Beam oder zu Sonos im Speziellen oder zu Schallwellen im Allgemeinen hast, dann schreib die gern unten in die Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, dann kannst du hier den Kanal abonnieren und bis es dann was Neues gibt, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.